Reisen verändert Perspektiven und auch den eigenen Standpunkt. So kann ein Motorradtrip Richtung Westen auch durch Kasachstan, Sibirien und die Mongolei führen. Die Frage ist nur, wo die Reise startet. Dennis Czerwinski machte sich auf den langen Heimweg nach Deutschland und fand abenteuerliche Wege, einen neuen Freund und einen weiten Horizont. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und im Podcast Nummer 135 erzählt Dennis von seinem Motorradabenteuer in Zentralasien. Davon, wie ihn das Reisen verändert hat und von seinem neuen Reiseprojekt, mit dem er seit Anfang Juni unterwegs ist. Anschließend berichte ich noch von unserer Corona-Hilfsaktion in Kenia. Gute Reise! Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Ich spreche jetzt mit Dennis Czerwinski. Grüß dich, Dennis. Hallo, Claudio. Du warst ja Anfang des Jahres noch bei uns, noch in vor der Corona-Zeit, bei unserer Vortragsreihe Lagerfeuer Duisburg und hast deinen Vortrag Long Way Home Kurs West gezeigt. Jetzt startest du ja demnächst deine neue Motorradreise. Aber ich würde gerne nochmal mit dir über deine Reise von der Mongolei durch Sibirien, Kasachstan, Usbekistan zurück nach Deutschland, die du damals gemacht hast, sprechen. Was war das, 2017? Ja, genau, 2017 war das, genau. Ja, das war ja eine ganz großartige Reise, die du zusammen mit deinem Freund Helge gemacht hast. Ne? Ja, ich bin ja mit Helge erst auf der Reise zum Freund geworden. Ich kannte Helge ja vorher gar nicht. Wir haben uns kennengelernt über eine E-Mail. Ich saß in Toronto auf dem Flughafen. Und ja, dann, wie das so ist, hat mich jemand gefragt, ob man sich in den französischen Alpen auskennt. Und da habe ich gesagt, nö, aber versuch's mal mit Rumänien. Ja, und dann sind wir halt in der Mongolei gelandet. Und wir haben uns tatsächlich erst persönlich kennengelernt auf dem Flughafen Scheremetjewo in Moskau. Und wir haben das lange Zeit vermieden, uns per Videochat zu sehen und haben das dann wirklich erst einen Abend vorher uns das sozusagen live gesehen, damit wir überhaupt wissen, wie sehen wir eigentlich aus auf dem Flughafen. Ich meine, das war dann unschwer, weil wir beide Enduro-Anzüge anhatten auf unserem Flug in die Mongolei. Enduro-Anzüge sind ja nicht unbedingt die richtige Bekleidung für ein Flugzeug, oder? Da schwitzt man doch. Ja, nicht wirklich. Vor allen Dingen vermeidet man es dann auch, die Enduro-Stiefel auszuziehen. Okay, aber das heißt, es war so wie ein Blind Date. Ihr hattet euch nur irgendwie verabredet und wolltet gemeinsam eine Motorradreise machen und dann wart ihr plötzlich irgendwie schon auf den Weg nach Ulaanbaatar, ne? In die Mongolei. Euer Plan, ja, ihr hattet eure Motorräder dorthin verfliegen lassen? Ja, wir haben sie hintransportieren lassen mit der Firma LOX Pan-European, die ja eigentlich so die Spezialisten für Mongolei sind. Und die haben das Motorrad dann per LKW dahin gebracht. Und ja, wir wollten eigentlich am Baikalsee starten. Das ging aber zu der Zeit nicht, weil das zollrechtlich etwas schwierig wurde in Russland. Und so mussten wir dann den Weg über die Mongolei nehmen und haben dann unsere Motorräder dort in Empfang genommen und sind dann sofort Richtung Norden in den, nach Sibirien zum Baikalsee, weil das war eigentlich unser eigentliches Ziel. Genau, und dann von dort aus seid ihr dann wirklich den ganzen Weg wieder bis zurück nach Deutschland in die Heimat gefahren. Warum habt ihr das so gemacht? Ich meine, hättet ihr doch umgekehrt sagen können, wir fahren hier in Deutschland los und fahren bis zum Baikalsee. Und wir haben eigentlich gedacht, wir wollen nach Hause fahren. Und das war so unsere Intention. Einfach mal der Sonne entgegen abends und mal gucken, wo man dann abends bleibt. Und da wir halt noch beide voll berufstätig sind, war das eigentlich so für uns eigentlich eine ganz gute Option, weil es so relativ gut planbar war. Weil ihr wusstet, am Ende kommt ihr auf jeden Fall zu Hause an. Genau, ja, das war uns halt wichtig, dass wir dann Richtung Hause fahren, Richtung zu Hause fahren, um dann auch unsere holden Damen mal wieder in den Arm nehmen zu können und sich dann ja auch auf zu Hause zu freuen. Deswegen hieß die Reise auch Kurs West, vom tiefen Osten bis rüber in den Westen. Wie lange wart ihr unterwegs? 7 Wochen fast, 48 Tage. Das heißt, ihr habt euch da richtig viel freigenommen. Ja, wir haben uns dann freistellen lassen teilweise von der Arbeit, Helge und ich. Helge ist bei der Deutschen Bank und ich bin ja bei Airbus. Und unsere Arbeitgeber bieten das dann zum Glück an, dass man sich so ein bisschen freistellen lassen kann. Und das ging ganz gut. Und ja, das war halt auch ein großes Abenteuer und
hat einen Riesenspaß gemacht und gerade mit jemandem, den man überhaupt nicht kennt, ist die Frage, ob das Motorradfahren durch Sibirien das eigentliche Abenteuer ist oder mit jemandem auf Gedeih und Verderb dann 7 Wochen zusammenhängen zu müssen, was sich aber in unserem Fall eigentlich als ganz hervorragend herausgestellt hat. Das war ein absoluter Glücksgriff mit Helge, ja. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, sich auf eine andere Person für so einen langen, intensiven Zeitraum einzulassen. Ich meine, das war jetzt auch nicht deine erste abenteuerliche Motorradreise. Hast du schon öfter solche Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe tatsächlich meinen besten Freund, den Markus, der war auch schon mal bei euch im Podcast. Markus Möller. Genau, Markus Möller, genau. Ja, den habe ich auch auf einer Motorradreise kennengelernt. Ich habe aber auch schon mal geheiratet nach einer Motorradreise. Also ja, also ich bin da sehr, sehr offen, weil das Reisen verändert ja ganz oft den Geist und manchmal kommen Dinge halt anders, als sie ja, geplant waren. Also, wie gesagt, ich bin 2009 um die Ostsee gefahren und war ein halbes Jahr später mit einer verheiratet, die ich dann auf der Reise kennengelernt hatte in Estland. Und 2014 habe ich dann den Markus kennengelernt, weil ich eigentlich nach Kasachstan wollte und bin da nicht reingekommen wegen Zollproblemen. Und ja, habe dann meinen besten Freund dadurch kennengelernt, ne? Reisen bringt Menschen zusammen, das ist doch wunderbar. Ja, genau. Dann beschreib mal, als ihr aufgebrochen seid in Ulaanbaatar, in der Mongolei, wie ist das da? Das ist ja auch, glaube ich, von den Witterungsverhältnissen ein großer Umstieg, ne? Weil du hast erzählt, es war teilweise nachts um die 0 Grad, tagsüber um die 30 Grad. Wahrscheinlich erstmal sehr heftig, plötzlich solchen Temperaturschwankungen ausgesetzt zu sein. Ja, wir sind angekommen bei -2 Grad und haben noch ein Flugzeug gesehen von der mongolischen Fluggesellschaft, wo drauf steht Dortmund, hier BVB. Der hat einen tatsächlichen BVB-Leitwerk hinten dran. Das hat mich gewundert. Und es war dann wirklich, also wirklich arschkalt. -2 Grad sind wir angekommen und wir sind hier ja bei 25 Grad gestartet. Und dann kommt man erstmal in der Mongolei an, in Ulaanbaatar und denkt, oh Gott, na, das ist ja jetzt etwas frisch. Aber als wir dann unsere Motorräder aus dem Zoll geholt haben, einen Tag später, ging es dann mit den Temperaturen, ja, rapido bergauf. Wir hatten dann auf einmal 30 Grad und dann die Motorräder dann zusammenschrauben ohne Schatten. Und dann wurde es immer heißer. Also wir sind dann Richtung Norden gefahren, Richtung Baikalsee. Da hatten wir dann auf einmal 35, 36 bis 38, sogar einmal über 40 Grad. Das war dann wirklich nicht mehr angenehm. Und dann hat es sich natürlich dann am Baikalsee wieder rapide abgekühlt, ne? Ja, oh, heftig. Zu welcher Jahreszeit wart ihr da? Oh, wir sind Mitte Mai sind wir gestartet. Sind wir in Ulaanbaatar angekommen und haben dann da 2, 3 Tage verbracht und sind dann, wie gesagt, Richtung Norden. Weil ich glaube, die Mongolei ist einfach so schön, dass man da selber 4 Wochen locker sein könnte oder noch länger. Aber wir haben uns halt vorgenommen, Sibirien zu durchqueren, also vom Baikalsee bis, ja, und dann durch die Stans halt so ein bisschen da zu fahren. Das war halt unser grober Plan. Mit was für Motorrädern wart ihr unterwegs? Der Helge hatte eine BMW R1200 GS. Boah, frag mich jetzt nicht, welches Modell genau. Das war noch die luftgekühlte, nicht die wassergekühlte. Und ich war auf der neuen Afrika Twin unterwegs, die SD04. Also zwei große Dickschiffe mit ganz viel Gepäck. Ja, vollgepackt bis oben hin, vollgepackt mit Drohnen, mit Fotoausrüstung und so weiter. Das ist halt immer so, wenn man fotografiert, und ich habe, glaube ich, einen ganz guten Anspruch an meine Bilder, denke ich mal. Und das ist dann. Da hat man halt ein bisschen mehr Gepäck mit. Also ich versuche immer leicht zu reisen, aber irgendwie, ich will da nicht auf das Foto verzichten. Ich habe dann teilweise auch einen Skytracker mit und all so ein Kram für Sternfotografie heutzutage. Ich weiß nicht, ob man das alles braucht, aber ich schleppe es halt mit und dann nehme ich halt eine Unterhose weniger, das geht dann auch. Wie habt ihr das gemacht mit Übernachtungen? Hattet ihr eure Zelte dabei? Habt ihr irgendwie Pensionen, Hotels oder irgendwas auf dem Weg gefunden? Ja, wir haben teilweise gezeltet. In Kirgisistan haben wir viel gezeltet, weil Kirgisistan war wirklich schön. Das ist sehr nett. Wir haben in Jurten geschlafen. Wir haben aber auch die ganz normalen russischen Motels genommen in Sibirien. Da kommt man halt immer sehr, sehr gut mit den Einheimischen ins Gespräch. Und das ist immer, woraus mir ankommt. Ich muss nicht immer unbedingt nur alles und das Motorradfahren stellen. Mir geht es immer darum, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, dass ich, wie soll ich sagen, ja, das Land erfahre durch die Leute und nicht nur durch die Straßen und nicht nur durchs Motorradfahren. Das Motorradfahren ist für mich immer ein Mittel zum Zweck gewesen und wird es auch immer sein. Ich fahre gerne Motorrad, klar, aber für mich steht halt nicht das letzte Kurvenkratzen. Ich meine, das ist in Sibirien sowieso sehr, sehr schwer. Da geht es teilweise wirklich 50 Kilometer stumpf geradeaus.
Mir geht es halt wirklich um die Menschen, die dort in dem Land leben. Land besteht für mich immer aus mehr als Straßen und Landschaft, sondern Land besteht vor allen Dingen aus Menschen. Wie hat das denn geklappt mit den Menschen? Sprichst du Russisch? Nee, warte mal, Spaduski. Also, tut, tut, vielleicht ein bisschen. Aber die beste Sprache ist eigentlich die, die alle verstehen, das sind Hände und Füße, weil da kann man relativ schlecht lügen. Sehr gut. Der Baikalsee in Russland, ne, Sibirien, das war so erstes Ziel. Ich habe mal auf die Karte geguckt, das heißt, da muss man von Ulaanbaatar in der Mongolei erstmal Richtung Norden fahren und kommt dann eben halt über die Grenze ins russische Gebiet und da ist dann der Baikalsee. Wobei alles, was ich bisher immer über die Mongolei höre, ist ja, dass es ja fahrerisch irgendwie super anstrengend und schlimm sein muss, weil es da kaum asphaltierte Straßen gibt. War das bei euch auch so? Nee, die Straße Richtung Norden geht tatsächlich. Die ist in relativ gutem Zustand. Klar, das ist die Hauptverbindungsachse nach Russland. Und die Handelswege sind natürlich dort mit den Russen in relativ gutem Zustand. Also wenn man Richtung Norden fährt, kommt man sehr, sehr gut auf dem Asphaltband Richtung Norden weiter. Wie gesagt, unser Ziel war halt nicht die Mongolei. Helge hatte auch relativ wenig Offroad-Erfahrung. Das war so ein bisschen hinderlich, was aber nichts macht, weil wie gesagt, unser Ziel war halt der Baikalsee und die Mongolei haben wir halt nur genommen, um die Zollproblematik dann auszugleichen, weil die Russen hätten uns ohne Motorrad oder hätten die Motorräder ohne Fahrer nicht reingelassen zur damaligen Zeit. Okay, also der Baikalsee, das war so der erste wichtige Genau. Punkt auf eurer Reise. Was hat dich so daran fasziniert? Warum wolltest du unbedingt an diesen Baikalsee? Ich war 2008 das erste Mal in Russland, nur eben einmal rüber nach Leningrad oder hier nach St. Petersburg, nicht Leningrad, Mensch, St. Petersburg. Und von da an war ich fasziniert. Ich mag die russische Seele und ich mag das russische Wesen und seitdem zieht es mich immer wieder nach Russland. Ich reg mich jedes Jahr über die sanitären Anlagen da auf, weil die sind wirklich teilweise echt mies, aber ja, wie soll ich sagen? Wenn man dann erstmal in Russland war, das erste Mal, dann gibt es das, Dinge sind teilweise so absurd und so dämlich, dass es einer unendlichen Situationskomik gleichkommt, wenn man Dinge dort sieht. Aber die Menschen dort, die sind so toll. Und ich habe mir gesagt, der Baikalsee ist eigentlich immer so der Wendepunkt. Es ist vom Wasser her unheimlich schön und es ist halt ein besonderer Ort für mich in Sibirien, aber auch weltweit. Ich meine, wenn man bedenkt, dass der Baikalsee die größten Süßwasserreserven der Erde bietet und mehr Wasser beinhaltet als die gesamte Ostsee, dann finde ich das schon erstaunlich. Dann finde ich das einen erstaunlichen Ort und für mich war das immer so, ja, ein Sehnsuchtsziel. Russland, Baikalsee, das sind für mich Dinge, die unveränderlich oder unabrückbar miteinander verbunden sind. Auf dem Weg zum Baikalsee aber seid ihr noch in einen Sandsturm geraten. Gibt's das da? Sandstürme? Ja, in der Mongolei sieht man schon ab und zu mal so ein bisschen Sand, der da über die Straße weht. Und ja, bei der Hitze ist es halt alles trocken, ne? Du hast halt in der Mongolei relativ wenig Niederschlag und dann ist es halt ein bisschen, kann es manchmal sein, dass die Sicht ein bisschen eingeschränkt ist, ja. Aber das habt ihr gut überstanden und seid dann auch heil am Baikalsee angekommen. Jo. Okay, dann beschreib, wie sieht's denn da aus am Baikalsee? Sehr kalt sieht's aus. Man kann es nämlich sehen, wir waren ja dann, wie lange haben wir da hochgebraucht? 5, 6 Tage von der Mongolei. Also Ende Mai hat man da noch locker eine Eisschicht, die Reste vom Eis sind immer noch am Rand verfügbar oder sichtbar. Man muss sich dann auch überlegen, ob man in den Baikalsee reinspringt oder so. Die Wassertemperatur liegt dann bei 5 bis 6 Grad, ne? Und warst du drin? Nein. Ich habe es mir Ah. fest vorgenommen, aber ich war nicht drin. Man muss sich, glaube ich, nicht alles geben, das wäre dann zu hart gewesen, aber beim nächsten Mal bin ich sicherlich drin, ja. Okay, ich hatte jetzt irgendwie so ein Bild vor Augen von einem schönen See im Sommer, wo man am Ufer sitzt mit einem kleinen Cocktail, aber das klingt ja doch eher etwas rauer, was du beschreibst. Ja, es gibt dort auch sicherlich Tourismus, aber wir waren in, oh Gott, wie hieß denn das noch? Puh. Ja, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Am Baikalsee. Genau, wir waren am Baikalsee. Da gab es tatsächlich sowas wie einen Strand und auch eine Strandbar, aber die hatte natürlich dann im Mai noch geschlossen. Aber es ist halt eigentlich absurd, davon von Tourismus da zu sprechen, so wie wir ihn kennen, ja.
Okay, und von dort aus seid ihr dann Richtung Westen aufgebrochen? Ja, genau. Wir sind auf dem Trans-Siberian Highway gefahren, weil wir uns das einmal geben wollten. Und ich hatte von Andreas Hülsmann schon gehört, ja, wenn du da durchfährst, dann sieht alles relativ gleich aus. Und er sollte recht behalten. Wenn es 50 Kilometer geradeaus fährt, dann hat das relativ wenig mit Motorradfahren zu tun, so wie wir es kennen und so wie wir es eigentlich wollen. Das wird dann ganz schnell zu einer mentalen Herausforderung. Aber na gut, wir sind auch teilweise dann bis zu 5 Mal am Tag richtig eingepennt auf dem Bock. Oh. Wo wir dann gesagt haben, okay, wo sind jetzt eigentlich die letzten 500 bis 2 Kilometer, also 500 Meter bis 200 Kilometer, dann wo waren die? Warum haben wir davon nichts mitgekriegt? Ja, und dann sitzt man halt da. Es gibt kaum Kaffee, aber ich bin sowieso kein Kaffeetrinker. Und der Kaffee in Russland ist jetzt nicht so pralle, dass man sich den jetzt immer geben muss. Und dann haben wir uns versucht, irgendwie ja, wach zu halten, um dann den Tag dann teilweise bis zu 500 Kilometer dann irgendwie zu überstehen, ne? Und dann sind wir abends halt in diese Motels da rein oder haben teilweise auch mal gezeltet. Aber es war schon irgendwie, ja, surreal, diese Entfernung. Das sind ganz andere Dimensionen, also von denen man das spricht. Das ist völlig abwegig, da mal irgendwie drüber nachzudenken, mal eben in den nächsten Ort zu fahren. Teilweise liegen die Orte wirklich 80, 90 Kilometer auseinander. Und es sieht wirklich dazwischen alles gleich aus. Es gibt dann nur Birkenwälder und das war's. Man fährt da ja wie durch eine Landschaft, die ist einfach monoton hoch 10. Das heißt, man sieht nur Landschaft, fährt durch, geradeaus, bricht morgens auf und steigt abends wieder ab. Ja, zumindest auf diesem Trans-Siberian Highway. Ja, richtig, genau. Du hast gerade gesagt, dass dass dir besonders wichtig so die menschlichen Begegnungen sind. Gab es da denn auch Ja. welche auf diesem Weg? Ja, wir waren ja am Baikalsee und da haben wir dann jemanden kennengelernt, der sprach perfektes Deutsch. Der war dort mit Viktor, mit seinem ja, Kompagnon, die hatte sich da gerade so eine Datscha fertig gemacht. Kyrill hieß der und wir sind da angekommen auf seinem Grundstück direkt am Baikalsee und dann hat er uns im perfekten Deutsch begrüßt, ne? Der war nämlich Deutschlehrer am Goethe-Institut in Ulan-Ude und dann haben wir natürlich mit dem dann, ja, so wie das in Russland ist, man wird dann eingeladen und wir haben frischen Fisch bekommen und ich bin ja so ein riesen Fischfreund, obwohl ich Norddeutsch bin, aber Fisch komme ich nicht so richtig ran und der hat uns dann eingeladen zu ja, rohem Fisch aus dem Baikalsee, ne? Und dann noch ein paar Wodka dazu, dann ging das eigentlich, aber mit Kyrill haben wir heute noch Kontakt und wir sind dann durch Kasachstan durchgefahren und da haben wir dann Maxim kennengelernt, der ist Vorsitzender des BMW GS Clubs in ja, in Kasachstan. Sowas gibt's da, okay. Ja, das hat mich auch gewundert. Und sehr, sehr cooler Typ, der hat uns dann alles besorgt, was wir brauchten. Und ich hoffe, dass der mich irgendwann noch besuchen kommt. Ja, gut, jetzt durch Corona ist natürlich etwas schlecht. Aber er wollte eigentlich dieses Jahr durch Europa fahren. Das hat jetzt durch Corona halt nicht geklappt. Vielleicht kommt er nächstes Jahr vorbei, aber ich bin mit Maxim immer noch im sehr engen Kontakt, ja. Genau, weil ihr seid nicht nur durch Russland gefahren, sondern seid dann auch nochmal so einen kleinen Schlenker durch den Süden gefahren, durch Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan. Ja, Wie genau. war das dann plötzlich vom russischen Gebiet nach Kasachstan zu fahren? Gibt es da einen Unterschied? Ist das anders? Ja, du bist halt in dieser großen Hungersteppe, die größte zusammenhängende Steppe der Welt. Die Landschaft verändert sich natürlich, du hast kaum noch Bäume, die Menschen sind unendlich gastfreundlich, die Polizei ist dafür aber umso korrupter. Also wir sind da echt angehalten worden, das war manchmal nicht mehr so spaßig und ja, dann haben wir halt ein paar Mal abgedrückt, Genau, wie war das ordentlich. denn vorher? Ich meine, Sibirien und russische Polizei, da hat man ja auch so Bilder im Kopf von wegen, das wäre gefährlich. War das ein Unterschied zur kasachischen Polizei? Ja, also ich habe in Russland tatsächlich die letzten Jahre, ich fahre fast jedes Jahr nach Russland irgendwie, kaum Probleme gehabt mit der russischen Polizei. Wir sind mit dem Saab mal zum Aralsee gefahren, da gab es mal was, aber das war nicht der Rede wert, da kann man sich dann rausreden oder die sind dann. Irgendwas hat sich in Russland getan in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass es deutlich besser geworden ist von der Korruption. Aber Kasachstan hast du halt, ja, von bis, ne? Du hast halt tolle Polizisten da, die dir wirklich weiterhelfen. Und dann hast du halt wirklich so, ja, korrupte Bullen, sag ich mal, wo du dann sagst,
ist jetzt nicht so toll, ist jetzt keine Werbung fürs Land. Aber was Werbung fürs Land ist, sind natürlich die Sonnenuntergänge in der Steppe, das ist Weltklasse. Und natürlich dann die Gastfreundschaft der Menschen. Ne? Die Menschen können nichts dafür, wie die Polizei in dem Land ist. Aber auch hier gilt immer, es gibt vernünftige Leute und es gibt dann ja auch unvernünftige Leute, in diesem Fall dann die Polizisten, die den Ruf von dem Land eigentlich beschädigen, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Aber mich zieht es immer wieder nach Kasachstan, mich zieht es auch immer wieder nach Kirgisistan und in die ganzen anderen Länder. Ich bin ein Riesenfan davon und don't judge the people on the system they are living in. Ne? Das stimmt, genau. Du hast gerade schon erzählt von dem Maxim, den du in Almaty kennengelernt hast. Genau. Und der dir sogar geholfen hat, wo du ein technisches Problem hattest. Ja, wir haben, ich habe immer zwei Kameras dabei, eine Spiegelreflex und eine kleine im Tankrucksack. Und meine kleine Tankrucksackkamera, da hatte ich halt das Ladegerät vergessen für. Und ich hatte nur ein Ladegerät für einen Canon LP6 Akku, brauchte aber einen LN17 Akku oder wie die heißen. Und das hatte ich halt nicht mit, das hatte ich vergessen, das lag zu Hause. Und dann hat er mir so ein Ding besorgt über Nacht und dann habe ich ihn gefragt, was er dafür bekommt. Ich meine, so ein Ladegerät kostet knapp 60 Euro. Und dass man das erstmal auch irgendwo in Kasachstan kriegt, ist ja auch schon mal erstaunlich. Ja, genau, das hat mich gewundert und ich fand das ganz, ganz toll und habe ich ihn gefragt, was er dafür bekommt. Und dann haut er eigentlich einen Satz raus, der mich bis heute begleitet. Er sagte, gar nichts, ich möchte, dass du die Schönheit der Welt einfängst und sie mit nach Hause nimmst. Und das war etwas, was mich heute noch tief berührt und was, wo ich in meinen Vorträgen dann auch immer ja nochmal nachdenke, wie gut es uns eigentlich geht und dass man eigentlich viel mehr abgeben könnte von dem, was man hat. Und wenn man solche Leute trifft wie den Maxim, da kann man sich glücklich schätzen. Das ist ein Privileg und ja, das ist toll, solche Menschen kennenlernen zu dürfen. Ja. Eine tolle Begegnung. Ihr seid auch an so einem Atombombentestgelände vorbeigefahren. Kasachstan. Ja, ich wollte da unbedingt hin. Ich wollte da unbedingt hin. Das ist ja das ist noch aus Sowjetzeiten, ne? Wo früher die Sowjetunion genau. Ihre Atombomben getestet hat. Ja, genau. Das ist Semipalatinsk. Das ehemalige Semipalatinsk in der Nähe von Kurtschatow. Und da wollte ich unbedingt hin. Ich war zweimal in Tschernobyl, wollte mir das dann da auch noch angucken. Aber das ist offen zugänglich, aber es ist nicht so ganz ungefährlich. Und Helge meinte dann, dass er dort nicht mitkommen würde, dass er davon Abstand nehmen würde. Und dann wollte ich Helge natürlich auch nicht da alleine rumsitzen lassen. Und dann bin ich da nicht hingefahren. Aber vielleicht steht es nochmal irgendwann auf meinem Plan, ja. Okay, also du bist schon so ein Verstrahlter, kann man sagen, ne? Ja, ich hab ein strahlendes Wesen. Genau, Kasachstan. Dann wart ihr auch in Kirgisistan. Ja, Kirgisistan. Och, meine große Liebe, Kirgisistan. Ich war ein Jahr vorher da, das erste Mal mit meiner Freundin. Ich bin ja 2015 mit Nina zusammengekommen, die ja auch Motorrad fährt, aber noch keine Motorradreisen gemacht haben. Kommen wir später vielleicht noch zu. Ja. Ja, Kirgisistan. Ja. Kirgisistan ist beeindruckend. Landschaft, Menschen, Straßen, alles. Ja. Alles wunderschön. Also die Bergwelt dort, die Berge sind bis zu 7500 Meter hoch. Das ist schon ein Knaller, wenn man da durchfährt. Das heißt, dann wird es auch spannend zum Motorradreisen, weil es da rauf und runter geht und nicht mehr so flach ist wie jetzt in Sibirien. Ja, genau. Ja, genau. Es ist halt auch teilweise schwer zu fahren. Wir sind irgendwann in Taschrabat gewesen. Das ist eine alte Karawanserei. Das ist dann auf 3200 Meter. Da wird die Luft auch schon dünner. Ich meine, das ist höher als jeder Alpenpass. Und wenn man dann sich vornimmt, einen Tag später in Osh zu sein, was 350 Kilometer oder 400 Kilometer entfernt ist, und man bis dahin dann 3-4 Tage braucht, weil man irgendwo in den Bergen verschütt geht, dann ist das Fahren da schon eine ganz andere Nummer. Wir mussten uns dann über den Kaldaman-Pass quälen. Der war ein Jahr zuvor, war ich ja da mit Nina. Mit dem Auto schon echt eine Herausforderung. Mit dem Motorrad war das dann irgendwann nicht mehr zu schaffen und wir mussten uns dann halt vom Militär retten lassen. Ja, ja, das musst du nochmal genauer erzählen. Was ist der Kaldaman-Pass? Was ist an dem so berüchtigt? Ja, der Kaldaman-Pass ist halt sehr schwierig zu fahren und die Berge dort sind sehr steil und da hast du halt sehr, sehr viele Abgänge. Murenabgänge und Erdrutsche. Und wir haben dann die Polizei gefragt, ja, kann man denn da durch überhaupt? Und die Polizei sagt, ja, kein Problem, alles gut. Ja, und dann hat sich halt rausgestellt, dass der Pass schon seit 4 Monaten gesperrt war, dass es schon Tote gab und so weiter. Aber das hat man uns halt nicht gesagt. Und wir sind dann da oben halt durchgefahren. Und dann
Den ersten Erdrutsch haben wir geschafft und die nächsten drei auch. Also Erdrutsch heißt, da war die Straße verschüttet und ihr musstet dann über die verschüttete Straße irgendwie die Motorräder drüber fahren, ziehen, schleppen. Ja, so in etwa, genau. Ja, und das haben wir dann gemacht und dann beim fünften war halt Schluss. Und dann, da ging es dann gar nicht weiter. Da habe ich dann mein Motorrad da drin versenkt und habe dann so gedacht, na, wenn du die da drin lässt, dann ja, kannst du die morgen früh 400 Meter weiter unten aufsuchen. Achso, weil der noch weiter dann runtergerutscht wäre, oder wie? Ja, das war immer so ein bisschen in Bewegung, das Ganze. Oh. Das und, heißt, es hing da irgendwo in so einem Erdrutsch drin, also in diesem Geröll oder was? Ja, ich habe mich da vollends festgefahren, ne? Ja. Vollends. Und dann haben wir wirklich, wir haben Bergegurte dann noch dabei gehabt, zum Glück noch einen. Und wir haben dann da rumgerissen zu zweit, unter Blöken und Schreien und Stöhnen, haben wir dann die Maschine da rausgeholt und haben dann unser Zelt aufgeschlagen mitten auf der Straße, war ja egal, wäre sowieso keiner gekommen. Und haben dann zu Hause angerufen. Wir hatten ein Satellitentelefon mit, aber das ging dann zum Glück nicht. Wie das halt so ist in so einer Situation, weil das abgedeckt war von den Bergen. Also das Ding war schon mal nutzlos. Und dann hatte ich aber irgendwie einen Balken auf meinem Handy, der war immer so schwankend. Und dann habe ich Nina dann angerufen zu Hause und habe gesagt, mach was, das sind unsere Koordinaten, hol uns hier raus. Und dann ist die Verbindung abgebrochen. Boah. Und dann gab es ab und zu mal eine SMS und die wusste gar nicht, was sie machen sollte. Und dann hat sie einen Freund, von dem wir im Vorjahr den Geländewagen gemietet hatten, den Almas, hat sie dann angeschrieben und hat gesagt, Almas, kannst du was tun? Und Almas hat dann alles in Bewegung gesetzt und am nächsten Morgen um 8:30 war dann das Militär da und hat uns dann da rausgeholt. Also der MGS, der kirgisische militärische Bergrettungsdienst. Okay, und wie sah das dann aus? Wie kam erstmal das Militär zu euch und wie haben sie euch geholfen? Ja, die sind dann hochgefahren, die Straße. Die mussten ja dann auch erstmal durch diese vier Passagen, wo ihr vorher euch durchgequält habt, ne? Ja, die kamen aus Jalalabad. Die kamen uns dann entgegen. Die kamen Ach so, von der anderen Seite her. Von der anderen Seite. Mhm. Und mussten dann erstmal auf uns warten. Was heißt warten? Die haben 5 Minuten gewartet. Da mussten wir unser Zelt so schnell abbauen, wie ich noch nie ein Zelt abgebaut habe. Das ging ratz, ratz, ratz. Das waren 9 Leute und dann haben die das Motorrad darüber getragen mit uns, also oder gezogen. Und dann waren wir auch schon drüber. Aber das ist natürlich dann auch, wie soll ich sagen, wenn du zu zweit vor so einem Ding stehst, dann ist das, ja, eine ganz üble Kiste. Und da wird dir mulmig, weil so auf 2800 Metern, weißt du ja auch nicht, wo der nächste Erdrutsch runterkommt. Und wir waren dann froh, dass wir dann da raus waren. Ne? Genau, die hatten auch nochmal so Gurte dabei. Und ich habe so ein paar Filmaufnahmen von dir gesehen, wie da eben halt die Militärs mit mehreren Männern da und Gurten da ziehen, zerren und Stück für Stück euch da von dieser kaputten Straße wieder runter auf die normale holen. Ja, das war wirklich aller Ehren wert. Also Nina fand das nicht so toll. Im Nachhinein lacht man drüber. Aber das hätte auch böse ins Auge gehen können. Also das war nicht so ganz ungefährlich. Aber gut, wir haben es überlebt und das gehört ja immer dazu. Und heute lache ich drüber. Gehört auch irgendwie dazu zu so einer Reise. Im Nachhinein hätte man vielleicht locker darauf verzichten können. Aber was ich toll fand, war halt auch die Hilfe, die wir dann von Almas bekommen haben, den wir halt ein Jahr vorher kennengelernt haben, nur weil wir uns bei ihm ein Auto geliehen haben. Ne? Das war schon sehr, 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 sehr nett und gehört eigentlich auch zu dieser kirgisischen Gastfreundschaft und zur kirgisischen Kultur dazu. Dass man sich hilft. Das heißt, das Militär hat dann euch nicht am Ende irgendwie eine Rechnung gestellt oder so? Nein, gar nichts. Das hat mich gewundert. Die wollten nichts wissen von uns. Die wollten nur ein Bild mit uns haben. Und das Bild haben wir denen dann auch rübergeschickt und das war halt wichtig. Ich habe immer einen Fotodrucker dabei, dann haben wir denen das nochmal ausgedruckt gegeben und dann war es natürlich auch ganz gut. Sehr schön. Und dann seid ihr rüber nach Usbekistan, wieder ein anderes Land. Jo. Usbekistan ist ganz anders als Kirgisistan. Usbekistan gibt es erstmal keinen Sprit. Das ist schon mal das allererste. Das zweite ist, wie soll ich das sagen? Es ist deutlich dichter bevölkert als andere Länder dort unten. Kasachstan ist riesig. Kasachstan ist ungefähr 8-mal so groß wie Deutschland. Und Usbekistan hat 8 Millionen Einwohner oder 12, irgendwie sowas. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Und Usbekistan ist deutlich kleiner, aber deutlich dichter bevölkert. Und dann ist das wie so ein Kulturschock. Und die Gesichter der Menschen haben sich verändert. Das ist mehr so ein Turkvolk. Und die Kirgisen und die Kasachen sehen schon sehr asiatisch aus. Die haben andere Augenformen.
Das ist dann ein bisschen, ja, wie soll Exotischer. man das ausdrücken? Ja, es ist halt exotischer und der Islam wird dort auch ganz anders gelebt als zum Beispiel in Kasachstan und Kirgisistan. Also, Ach so, das sind alles muslimisch geprägte Länder. ja, genau, alle drei, ne? Kasachstan und Kirgisistan und überhaupt alle Stans sind natürlich dann ja, muslimisch geprägt, ne? Du sagst, der Sprit war knapp, aber wird in Usbekistan nicht auch Öl abgebaut? Sind da nicht Ölvorkommen? Jo, aber das wird alles exportiert, glaube ich. Also da ist nicht viel, da bleibt wirklich nicht viel. Wenn man in einer 250.000 Einwohnerstadt einen halben Tag nach einer Tankstelle suchen muss, dann spricht das eigentlich für sich. Und der Sprit ist wirklich teilweise so schlecht, der kommt dann ja aus Saftkanistern, ne? Wenn man dann sich nicht irgendwie so ein, wie soll man sagen, wie heißt das hier, so ein, So ein Oktanbooster. ja genau, Oktanbooster, genau, das ist das richtige Wort, reinhaut, dann sind die modernen Motoren teilweise schon relativ früh am Ende. Ah, okay, das heißt, es ist ein sehr, sehr dünner Sprit mit, weiß ich nicht, 80 Oktan und dann gibt es da noch einen Zusatz, der das irgendwie ja, verträglicher macht für die Einspritzmotoren. So war zumindest unsere Hoffnung, ja. Ja, und hat das geklappt oder hattet ihr auch Schwierigkeiten? Ich glaube, wir haben so viele Oktanboost reingehauen, das haben wir von Maximian bekommen, dass unsere Motoren besser liefen als vorher, glaube ich. Also ich glaube, wir haben so viel Oktanboost reingehauen, dass meine dann auf 110 Oktan lief, ich weiß es nicht. Wir haben dann einfach reingeschüttet, in der Hoffnung, dass es klappt. Und das hat ganz gut funktioniert, ja. Ja, nicht nur der Sprit war knapp, sondern auch das Bargeld, ne? Hast erzählt, dass es gar nicht Oh so ja. leicht war, da, weiß ich nicht, mit der Visa-Kreditkarte oder so zum nächsten Automaten zu gehen und da Geld zu ziehen. Ja, wir haben versucht, usbekische Som zu bekommen. Und das ist nicht so ganz einfach da. Und wir haben uns immer gewundert, warum ist das eigentlich so teuer hier alles? Müsste ja eigentlich viel billiger sein. Wir wollten uns eine Packung Kaugummi kaufen, die sollte dann irgendwie 1 Euro kosten. Da haben wir gesagt, das kann nicht sein in diesen Ländern. Das haut ja nicht hin. Das ist Kaufkraft zum Einkommen, das passt eigentlich nicht zusammen zu den Preisen. Also Kaufkraftpreis passt nicht, Kaufkraftparität. Und dann sind wir in eine Bank gegangen und wollten dann Geld wechseln, US-Dollar. Und da war der Kurs so schlecht, da haben wir gesagt, nee, wenn das der offizielle Wechselkurs ist, dann ist das ganz schön teuer hier. Und das konnten wir nicht glauben. Und dann hat aber einer gesagt, hä, warum geht ihr denn in die Bank und wechselt Geld? Geht doch einfach auf den Markt, auf den Bazar und wechselt da das Geld, da ist der Kurs doppelt so gut. Und haben gesagt, okay, ja, dann Aha. gehen wir mal auf den Bazar. Und da haben wir dann, ja, Geld gewechselt. Und dann haben wir Geld bekommen in einer Plastiktüte. Und zwar kiloweise, glaube ich. Ich glaube, das wurde nicht abgezählt, ich glaube, das wurde abgewogen, so nach dem Motto. Und ja, dann sind wir mit einer schwarzen Tüte über den Basar gelaufen. Das sah so ein bisschen aus wie Beate Uhse. Das war schon eindrucksvoll, wie viel Geld man haben kann, wenn man 100 Dollar tauscht. Tütenweise Geld. Und damit konntet ihr dann auch bezahlen. Genau, damit konnten wir dann auch bezahlen, ja. Damit haben wir dann alles bezahlt. Aber auf dem Basar sind wir eigentlich immer eingeladen worden. Wir mussten halt alles probieren. Genau, beschreib mal, wie sieht's auf so einem Bazar in Usbekistan aus? So wie man sich das eigentlich vorstellt im Orient. Viel Genau, das ist frisches ja auch, Gemüse. Samarkand liegt ja da, das ist so an der Seidenstraße. Genau. Ja, Das ist diese alte orientalisch. Seidenstraßenkultur und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man nicht kennt. Irgendwelche Beeren, Mandeln, Nüsse, Quark und alles ist frisch und alles ist so geschmacksintensiv, also das kennen wir gar nicht mehr. Ich meine, das geht schon los, wenn man nach Rumänien fährt und sich eine Wassermelone kauft, die schmeckt auch ganz anders als hier. Aber was man da dann halt probiert, das ist eine Geschmacksexplosion im Mund. Alles, was aus Milch gemacht wird, das schmeckt auch nach Milch, das schmeckt richtig nach Kuh. Das ist alles frisch, alles unendlich, von unendlich hoher Qualität. Und ihr hattet wieder einen See, wo ihr hinfahren wolltet, den Aralsee. Ja, genau, wir wollten also Richtung Aralsee. Ich bin 2015, war ich mit Markus da, mit einem alten Saab, wollten wir zum Aralsee, haben den aber damals nicht erreicht und es war einfach nur heiß. Also, wenn man dann durch Kasachstan wieder zurückfährt, dann wird es immer heißer und die Arakum ist ja die jüngste Wüste des Planeten, die ist ja entstanden durch die Austrocknung des Aralsees. Dann ist das, ja, wie soll man das sagen, sehr warm. Und sehr hoffnungslos in der Gegend, weil der Aralsee, der war mal so groß wie Bayern, nur die Usbeken, die zapfen halt das ganze Wasser ab für ihren Baumwollanbau. Da bleibt für Kasachstan nicht mehr viel über. Die Amyrdaja und die Syrdaja, die trocknen aus,
Der Nordteil des Aralsees wird gerade versucht zu retten. Das wird vielleicht auch gelingen. Aber der Südteil ist, der usbekische Teil ist komplett verloren. Der ist komplett ausgetrocknet. Da wird nie wieder etwas passieren. Ja, also Aralsee liegt eben halt im Norden ist Kasachstan, im Süden Usbekistan. Der verbindet sozusagen die beiden Länder. Genau. War ursprünglich mal riesig groß und ist jetzt wirklich nur noch so ein kleiner Minisee, ne? Eigentlich nicht mehr als eine Pfütze von dem, was da überbleibt. Und wenn man dann Aralsk fährt, wir haben uns dann Aralsk angeguckt, das alte Hafenbecken. Ich war ja 2015 schon mal da mit dem Markus. Und das ist eine der schlimmsten Städte, die ich hier gesehen habe. Warum schlimm? So, was ist daran schlimm? Ja, wenn man dann da durchfährt und Kasachstan ist ja ein sehr, sehr diktatorisch regiertes Land. Ist in der Pressefreiheitsindex ganz, ganz weit hinten in der Welt. Der Präsident, der Nursultan Nazarbayev, der ja abgetreten ist letztes Jahr, regiert das mit eiserner Hand und gibt den Leuten irgendwelche Hoffnungen, wo es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Und dann sieht man, ja, 2015 sieht man, wie Aralsk dann wie Phönix aus der Asche da aufsteht und die Leute glauben das. Und dann denke ich immer, Leute, hier passiert nicht mehr viel. Das ist, eigentlich ist der Ofen da aus. Ich sage das mal so deutlich. Und wenn man den Leuten Hoffnung gibt, wo keine Hoffnung mehr ist, dann macht mich das traurig. Es ist den Leuten unfair gegenüber, aber unfair ist nicht das richtige Wort, sondern es ist grundlegend falsch, Menschen Hoffnung zu geben, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Zumindest ist das meine Empfindung, ja. Das heißt, da leben noch viele Menschen, die ursprünglich ein gutes Leben hatten, weil das eben halt der große See war mit dem Hafen und mit, weiß ich nicht, Fischerei oder was es da gab. Genau. Und jetzt ist da eigentlich im Prinzip nichts. Nichts, ja genau. Das ist nichts trifft's. Ja. Da gibt's das Hotel Aralsk, mittlerweile sind zwei neue Hotels dazugekommen, aber das Hotel Aralsk ist eigentlich ein Spiegel in dieser Stadt. Und jeder, der mal nach Aralsk fährt, wenn man durch Kasachstan fährt und an Baikonur vorbeikommt, dann kann man in Aralsk anhalten. Dem kann ich das nur empfehlen, einmal das Hotel Aralsk zu besuchen, weil Hotel Aralsk ist der Spiegel dieser Stadt. Hoffnungslos und eigentlich so gut wie tot, ja. Und da wolltet ihr dann auch nicht mehr so lange bleiben an so einem toten, hoffnungslosen Ort? Ja, es ist, wie soll man das sagen? Wir haben das Glück, dass wir wieder los konnten. Mich macht das traurig, wenn ich die Bilder heute sehe und wenn ich jetzt gerade daran denke, wie ich das in meinem Vortrag dann noch zeige. Ich meine, ich kriege in meinem Vortrag immer selber Gänsehaut, weil ich diesen Ort als so brutal unfair empfinde, den Menschen gegenüber, die da leben, dass es nicht meinen moralischen Wertvorstellungen entspricht, Leuten irgendetwas zu verkaufen, was nicht der Fall ist. Und das macht mich traurig und das macht mich auch wütend, ja. Genau, weil ihr konntet eben halt auf eure Motorräder steigen, genau, wieder wegfahren, aber die Menschen sitzen da im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Besser hätte man es nicht sagen können, ja. Wie ist das eigentlich mit der Technik eurer Motorräder? Irgendwann, glaube ich, hat Helge auch einen Motorradkoffer verloren, hatte Probleme mit seinem Kardan. Hattet ihr technisch Schwierigkeiten unterwegs? Nee, den Koffer habe ich verloren. Zum Glück war das der mit meinen Unterhosen. Oh. Ich bin durch so ein Loch gefahren und habe das nicht gesehen. Und in Kasachstan sind die Straßen manchmal etwas schlechter. Was heißt schlechter? Manchmal kann man eigentlich nicht von Straßen sprechen oder ganz oft. Man muss sich vorstellen, Kasachstan ist ja sehr reich. Die haben Öl, die haben Bodenschätze, aber es kommt halt nichts an. Und das Straßennetz ist derart marode, derart schlecht, dass einem schon manchmal ein Koffer wegfallen kann. Aber gut, das kann man wieder fixen, das ist nicht das Problem. Ja, wir sind dann nach Russland reingekommen aus Kasachstan und sind dann in Saratow gewesen und dann leckte Helges Kardanöl, BMW-Krankheit. Und dann haben wir das auseinandergebaut in der Werkstatt und haben es in der Werkstatt kurz auseinanderbauen lassen, weil Helge und ich, wir sind nicht so die Schrauber. Ja, und Werkstatt ist jetzt auch nicht so einfach, oder? Ne? Da eine BMW-Werkstatt, die sich mit so einem Kardan auskennt, zu finden? Nein. Nein, deswegen saßen wir auch 6 Tage fest, bis das Teil dann da war. Wir hatten nämlich festgestellt, nach dem Auseinanderbauen, dass das Hinterachslager explodiert ist und die Gummidichtung vom Kardan dann durchgeschnitten hatte. Und dann siftet das da halt raus. Das war halt das Problem. Und wir wären damit niemals nach Hause gekommen. Und wir wollten ja eigentlich dann über Georgien und die Türkei eigentlich nach Hause. Aber uns lief dann die Zeit so ein bisschen weg. Und das war dann halt das Problem. Und dann haben wir halt 6 oder 7 Tage auf das Teil gewartet, bis das Motorrad wieder zusammen war. Weil Russland darf
oder lässt dann auch nicht alle Teile ins Land. Das muss man dann auch so sagen. Genau, das heißt, ihr habt Ersatzteile für den Kadern bestellt und die kamen dann mit der Post. Die sollten mit der Post kommen, sind dann aber am Flughafen wieder retour gegangen. Wurden nicht ins Land gelassen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob man aus Radlagern irgendwelche Bomben bauen kann. Scheinbar ist es so, ich weiß es nicht. Und ja, das war dann das Problem, was wir hatten. Aber dann habt ihr es doch irgendwann gekriegt. Ja. Und dann mit dem zweiten Versuch hat es geklappt? Nee, die Bekannten, die wir dann da kennengelernt haben, die ihre Werkstatt da hatten in der Garage, Arika und Sascha, die hatten, die haben zum Glück noch irgendwo eins bekommen, aber es hat halt alles gedauert. Aber gut, das gehört auch dazu. Und dann habt ihr auch das Teil bekommen, konntet das Motorrad wieder reparieren und den restlichen Rückweg in Angriff nehmen. Ja, genau, mussten dann abkürzen und sind dann halt ja über Moskau und dann über die Ostsee wieder nach Hause gefahren. Und dann waren die 7 Wochen eigentlich auch schon fast vorbei. Oder dann waren sie vorbei, nicht fast. Oder waren sie leider schon vorbei, sagen wir es mal so. Aber ihr habt es ja noch geschafft, innerhalb dieser 7 Wochen rechtzeitig wieder zurück zu Hause zu sein. Ja, tatsächlich. Wir sind dann wirklich 1 oder 2 Tage, bevor wir arbeiten mussten, wieder zu Hause angekommen. Und mich hat dann eine riesengroße Grillparty erwartet. Das fand ich ganz cool. Eigentlich habe ich gedacht, Nina baut mir so einen Palast wie die Frau des Herrschers in Samarkand damals gebaut hat, aber naja, eine Grillparty ist auch ganz nett mit den besten Freunden. Sehr schön. Du hast ja gerade schon zwischendurch beschrieben, dass es eine von vielen Reisen war, die du gemacht hast, auch immer gerne im Osten. Wie würdest du sagen, wie hat dich das Reisen geprägt oder verändert? Puh, soll ich ehrlich sein? Ja. Ich war mal... Wenn man in der Reise oder wenn man reist, dann kann man eigentlich nicht patriotisch eingestellt sein, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit viele Leute haben, die einer Weltanschauung anheimfallen, die nicht mehr meine ist, aber erstmal war. Manche bezeichnen es als erzkonservativ. Ich bezeichnete das damals als patriotisch. Ich habe immer damals gesagt, und da stehe ich auch zu, was wollen die Ausländer in meinem Land? Die haben hier eigentlich nichts zu suchen. Das legt man ab, wenn man reist. Und genau das ist das, was mich verändert hat. Ich bin ein sehr, sehr liberaler Mensch geworden und mit einem sehr hohen moralischen Wertanspruch an mich selbst und auch an die Menschen um mich herum. Gastfreundschaft ist etwas, was man erleben darf, was ich als Privileg empfinde. Und wenn man viel in der Welt rumreist und Länder besichtigt oder Länder besucht, nicht besichtigt, sondern besucht, in denen die Menschen weniger haben als wir, was nicht sonderlich schwer ist, dann wird man ehrfürchtig, dass die Menschen, die weniger haben, mehr geben als man selbst. Und das hat mich geprägt, ja. Und auch zum Guten verändert, glaube ich. Ja, du hast am Ende des Vortrags, als du bei uns am Lagerfeuer Duisburg war, das auch sehr schön formuliert mit den Worten, dass Reisen den Horizont eröffnet. Ja, es erweitert den Horizont und es verändert einen und mich hat es zum besseren Menschen gemacht, glaube ich. Ich glaube, wenn ich nicht angefangen hätte zu reisen, wäre ich irgendwann zu einem, darf ich das so sagen in so einem Podcast? Ja, klar. Wäre ich, glaube ich, zum riesen Arschloch geworden, ja. Und Reisen hat mich gerettet, so ein bisschen, ja. Es ist schön, dass du nicht zum riesen Arschloch geworden bist. Danke. Sondern eben das halt mich, ja. Zu einem begeisterten Reisenden, zu einem Vortragenden. Genau, du machst nicht nur selber Vorträge, sondern du organisierst auch Vorträge. Bei dir in Stade, im hohen Norden. Ja. Und zwar auf einem Schiff, auf einem Museumsschiff. Ne? Erzähl das mal, weil das finde ich super spannend. Ja, wir haben in Stade ist eine Kleinstadt, 50.000 Einwohner, aber Stade ist sehr, sehr schön und wir haben eine ganz, ganz tolle Altstadt, wir haben einen tollen Stadthafen und in diesem Stadthafen liegt ein Schiff, ein alter Kymo, also ein Küstenmotorschiff. Für alle, die aus dem Ruhrpott kommen, muss ich das mal erklären, was ein Küstenmotorschiff ist, die es nicht wissen. Ja, ich weiß das überhaupt nicht, keine Ahnung. Echt nicht? Nö. Okay, also ein Küstenmotorschiff, das sind Schiffe, die immer an der Küste entlang gefahren sind und also nicht auf große Fahrt gegangen sind, die nicht richtig hochseetauglich sind, maximal bis England rüber, die halt viel an der Küste der Nordsee entlang gefahren sind oder über die Ostsee, die nicht über den Atlantik fahren konnten. Und die haben dann Laderäume gehabt und haben dann
so wie die Groindijk, das ist das Museumsschiff, auf der ich meine Vorträge organisiere, ja, dann Getreide oder Erze von einem Ort in den anderen gebracht, alles was küstennah lag. Und das ist ein Küstenmotorschiff, das ist ungefähr 80, 90 Meter lang und sehr, sehr alt. Das war mal, ich glaube, die Groindijk war mal das größte Schiff, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gefahren ist. Und die liegt halt bei uns in diesem Stadthafen, in diesem wunderschönen Stadthafen. Und ich war dann da mal drauf und habe mir das mal angeguckt und habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich toll im Laderaum da unten. Das kann man mieten für Hochzeiten und für Konzerte und so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum nicht mal hier Reisevortrag drin machen? Und ich hatte ja meinen Reisevortrag über meine Mongolei-Reise und habe dann mit dem Verein gesprochen, mit dem Trägerverein. Und die waren hellauf begeistert und dann fand sich auch relativ schnell ein Motto und wir haben es genannt, mit der Groindijk in die Welt. Weil ich glaube, wenn man so ein bisschen hanseatisch angehaucht ist und so ein bisschen mit der Schifffahrt hier, die immer ja bei uns rumspukt im Norden, im Geiste, Schifffahrt ist für mich die weite Welt. Und dann war es für uns klar, für den Trägerverein und mich, dass das Motto das Richtige ist mit der Groindijk in die Welt. Ein Schiff verträgt sich halt damit. Auch wenn es nur ein Küstenmotorschiff ist, aber es geht ja um den Willen, der zählt. Ja, und vor allem eine coole Location, also in einem Schiff im Laderaum Reisevorträge zu zeigen, das stelle ich mir sehr, sehr romantisch vor. Ja, das ist natürlich von der Akustik her ist es natürlich nicht, ist es keine Halle oder sowas. Aber was da den Reiz ausmacht, ist wirklich die Verbindung zwischen diesem hanseatischen Flair, was in Stade ist und ja, dann halt mit der Idee, ja, über Reisen zu berichten und über ja, die Begeisterung fürs Reisen zu erzählen. Ja. Und, wie groß ist denn das da? Oder wie viele Menschen passen da so rein? Ja, wir kriegen, wir haben jetzt zwei Vorträge da drauf gemacht. Einen über meine Reise und eine über Island mit einem Profifotografen zusammen. Die waren beide ausverkauft und wir hatten um die 98 bis 102 Leute drauf. Ah, das ist schon aber groß. Dann ist aber auch schon echt Schicht im Schacht und dann wird es dann auch mit der Sicht ein bisschen doof. Mhm. Aber man kriegt es hin und es ist gut angenommen worden und wir wollten dieses Jahr weitermachen und dann kam Corona und ja, mal schauen, wie wir weitermachen da. Ne? Ja, Corona hat echt sehr, sehr viel zerschossen. Ja, nicht nur die Wirtschaft, nicht nur unser Gefühl und unsere Fähigkeit und Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu treffen, sondern eben halt auch solche tollen Veranstaltungen wie Reisevorträge. Also wir sind können auch ganz gut, also haben noch Glück gehabt mit Lagerfeuer Duisburg, dass Anfang März sozusagen der letzte Vortrag war, wir jetzt sowieso in der Sommerpause sind, wobei ich fürchte, dass wir vielleicht im Herbst, wenn es wieder losgeht, noch nicht so weit sind, dass man da einfach 80 Leute in so einen engen Raum reinquetschen kann. Also da stehen wir alle sehr, sehr vor großen Fragezeichen und wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Und du stehst ja jetzt auch vor einem großen Fragezeichen, weil eigentlich hattest du jetzt geplant, auch wieder auf eine nächste große Motorradreise aufzubrechen. Ja, genau. Ich wollte eigentlich ums Schwarze Meer. Ich habe 4 Monate Auszeit genommen. Das war schon weit vor Corona. Das ja. ist, wie gesagt, meine Firma bietet das ja an. Und das ist auch ein super tolles Modell. Wir kriegen weiter unser Gehalt zu einem großen Teil und zahlen das dann im Nachhinein dann ab. Und habe mir dann 4 Monate Auszeit genommen und wollte eigentlich ums Schwarze Meer 2,5 Monate. Und wäre dann nach Hause gekommen, weil ich zu einer Hochzeit von Freunden muss. Die ist auch abgesagt wegen Corona. Das ist alles so ein bisschen tricky. Ich wollte ums Schwarze Meer fahren und Aserbaidschan. Ich wollte mal hoch ins Krisengebiet da Bergkarabach, weil das für mich ein ganz, ganz interessanter Konflikt ist, der immer noch schwelend ist, aber über den keiner mehr spricht. Wo ist das Bergkarabach? Bergkarabach, der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um diese autonome Region. Ja. War in den 80ern, Anfang der 90er war das noch in aller Munde. Hat mich immer interessiert und wollte ich ganz gern hin, aber das wird nun nichts. Ich kriege kein Visum für Russland und die Türkei ist wahrscheinlich auch zu und Aserbaidschan und Armenien machen auch zu oder sind zu. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wo es hingeht. Ich habe jetzt 4 Monate Zeit und stehe eigentlich in den Startlöchern, aber zu Hause bleiben ist eigentlich keine Option. Genau, weil du hast jetzt diese freie Zeit und was wirst du jetzt damit machen? Ja, wenn ich dir das jetzt sagen würde, dann wüsste ich es ja schon. Momentan ist es wirklich so, dass sich meine Pläne halbstündlich ändern. Teilweise dreimal am Tag
Aber es zeichnet sich ab, dass ich erstmal Richtung Schweden fahre, mich dann da irgendwo in den Wald haue oder so. Das heißt, dahin kann man jetzt gerade nach Schweden? Ja, Schweden ist tatsächlich auf Ah, momentan. ja, siehst du, wusste ich gar nicht. Man muss halt gucken, wie man es macht. Große, große Städte sind für mich tabu, klar, logisch. Aber ja, Schweden und dann mal schauen, ne, wie ich weiterkomme. Dann fahre ich erstmal um die Ostsee, versuche dann nach Estland reinzukommen, ein paar Freunde von damals zu besuchen. Wie gesagt, ich war ja mit einer Estin verheiratet. Und dann hat man da halt seine Kontakte, seine Freunde noch ein paar. Die würde ich dann ganz gern besuchen. Dann würde ich wahrscheinlich, wenn Polen wieder offen ist und die anderen Ostblockstaaten aufmachen, dann die EU-Ostgrenze entlang fahren bis Richtung, keine Ahnung. Mal sehen, wie weit man kommt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Griechenland, vielleicht Albanien. Irgendwann werden die Länder aufmachen. Ich meine, man kann sich nicht ständig abschotten. Und das finde ich sehr, sehr schade in der heutigen Zeit, dass anstatt zusammenzuhalten in der Krise, jeder sein eigenes Süppchen kocht und erstmal die Grenzen schließt. Ich meine, Europa ist mehr als ein Kontinent. Europa ist eine Idee und es lebt von offenen Grenzen. Und ich glaube, dass die Grenzschließung kurzzeitig geholfen hat, aber man muss jetzt den Leuten wieder eine Aussicht geben auf Besserung, auf ein normales Leben. Natürlich, das Leben, so wie wir kennen, nach Corona wird es nicht mehr geben. Das ist auch gut so, weil man aufpassen muss. Aber ich glaube, dass man die Grenzen wieder aufmachen muss, um Europa nicht ganz abzuschaffen. Ja, das glaube ich schon. Ja, also das ist auch eine Sache, die mich bewegt. Also ich habe absolutes Verständnis dafür, dass wir jetzt erstmal nicht den normalen Tourismus mit Hotels und vollen Restaurants und so Absolut. fahren können. Das ist klar. Aber es tut mir tatsächlich auch in der Seele weh, dass Grenzen, die so lange offen waren durch den Schengen-Raum und das ja auch einen starken symbolischen Charakter auch zwischen Ost und West hatte, dass man einfach über die Grenzen rüberlaufen kann und da ist nichts. Und jetzt plötzlich diese ganzen Grenzen geschlossen werden, dass auch politisch so der Egoismus plötzlich mehr und mehr auch in Europa, in der Europäischen Union vorherrscht, das macht mir echt große Sorgen. Also das fühle ich auch so mit dir. Deswegen umso schöner, dass du jetzt auch sagst, okay, ich breche auf und dann wirst du dich wahrscheinlich auf der Reise, weil in den nächsten 10 Wochen ist ja ein Zeitraum, da kann sich wieder ganz viel ändern, hoffentlich zum Besseren, dass du da nach eine Grenze nach der anderen dann vielleicht wieder durchfahren kannst. Also ich möchte auch sehen, wie Europa sich verändert, wie Europa sich durch Corona verändert hat. Reisen ist ja immer mehr als einfach nur Motorradfahren, sondern Reisen ist ja auch zu sehen, wie sieht es eigentlich aus. Und die Länder, durch die ich fahren möchte, die habe ich zum größten Teil schon bereist und ich weiß, wie die Menschen dort ticken. Und ich möchte einfach sehen, was hat Corona angerichtet? Wie steht zum Beispiel Rumänien heute noch zur EU nach dieser ganzen Corona-Arie? Ist es dasselbe? Sind die Leute noch da? Ich glaube, wir müssen aufpassen in der heutigen Zeit, dass wir Europa nicht abschaffen, dass wir nicht zu egoistisch sind und unsere Werte einfach ad acta legen, für die Europa für mich steht. Ich meine, Claudio, guck dir an, wir haben eine gemeinsame Währung, wir haben den Schengen-Raum, wir können frei reisen, wir können frei telefonieren in der EU. Mir macht das Sorge, was in einigen Ländern gerade abgeht, Polen, Ja. Tschechien, Ungarn, das macht mir Sorgen und ich hoffe, dass Europa stark genug ist, aus dieser Krise gestärkt und vor allen Dingen ohne Einschränkungen der Freiheit hervorzugehen. Und das werden wir sehen und das ist mein Antritt, was ich sehen möchte auf meiner Reise, ja. Ja, sehr gut. Sonja und ich, wir hatten ja auch letztes Jahr angefangen, eine Reise durch Europa immer in kleinen Etappen zu machen. Unsere Motorräder sind jetzt aktuell gerade in Italien. Eigentlich wollten wir jetzt zu Ostern auch wieder dort unser Abenteuer-Abendland, wie wir es nennen, weiter fortzuführen. Auch das, klar, mussten wir absagen und hoffen, vielleicht kriegen wir das noch dieses Jahr hin, ansonsten im nächsten Jahr, weil auch das auch so uns im Hinterkopf schwebt, dass wir hinfahren wollen in verschiedene Länder und gucken wollen, wie ist der aktuelle Stand von Europa, weil genau was du sagst, das macht mir auch Sorgen. Weil ja, Europa darf ja nicht nur ein Wirtschaftsraum sein, sondern sollte ja auch politisch zusammenwachsen und diese Nationalstaaten oder zumindest dieses egoistische Denken überwinden und mehr zu einem gemeinsamen werden, was auch gemeinsam handelt und auch gemeinsam so Werte vertritt und für die Menschlichkeit einsteht. Und wenn das gerade zurückgefahren wird, ist das eine sehr bedenkliche Geschichte.
wo ich hoffe, dass es noch nicht hoffnungslos ist, dass eben halt Menschenrechte und Demokratie noch nicht völlig den Bach runtergehen. Wie willst du das machen? Wirst du auf der Reise irgendwie was dokumentieren, einen Blog schreiben oder wird es danach einen Vortrag geben? Was ist so dein Plan, deine Entdeckungen auf der Reise irgendwie zu verarbeiten? Ja, also einen Blog werde ich nicht machen. Das ist mir einfach zu viel Arbeit. Das nimmt mir viel, viel Freiheit. Ich werde ab und zu mal was bei Instagram, bei Facebook posten, klar. Das schon. Aber ein dezidierter Blog oder so, das ist einfach zu viel Arbeit. Ich möchte jetzt einfach mal genießen. Das ist für mich auch, ich habe halt mal einen Warnschuss gehabt und mir ging es körperlich mal nicht ganz so gut durch den Job. Und das war halt ein bisschen stressig und für mich ist es halt einfach mal zum Runterkommen. Aber natürlich, klar, logisch, da wird es auch wieder Berichte drüber geben in der Motorradabenteuer oder im Tourenfahrer ganz sicher über einige Etappen dann oder über die ganze Reise. Und natürlich wird es natürlich auch wieder einen Vortrag geben, klar. Das ist mein großes Ziel, auch wenn er etwas chaotischer ist. Aber ich glaube, mal keinen Plan zu haben und darüber mal zu hören, was man einfach machen kann, wenn man keinen Plan hat, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und im Nachhinein, in ein paar Jahren, wird das wahrscheinlich auch eine hochinteressante Zeit sein, dass man sagen wird, wie war das damals in der Corona-Zeit, eine Motorradreise zu machen? Anders als vorher und wahrscheinlich auch anders als später. Das denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass ich so viele Reisende treffen werde auf meiner Tour, was ich relativ schade finde, weil wenn man alleine unterwegs ist, ist man ja doch mal ganz nett, wenn man mal so ein paar Tage zusammen fahren kann. Aber ich glaube, dieses Jahr bin ich relativ einsam unterwegs. Wir werden es sehen. Ich bin trotzdem guter Dinge und hoffe, dass ich gesund und heil wiederkomme und ich freue mich dann auf den zweiten Teil. Ich komme ja zwischendurch nach Hause und dann geht es mit meiner Freundin das erste Mal auf große Tour. Oh hey, und dann zu zweit? Für sie? Ja. Für sie, ja. Sie hat sich immer dagegen gewehrt, Motorrad zu fahren. Die fährt auch Motorrad, aber sie, nicht so wie unser einer, ne? Also nicht so begeistert. Aber sie macht es mir zuliebe und ich hoffe, dass ich sie ein bisschen anfixen kann. Und mal schauen, wo wir dann hinfahren. Wir wollten zuerst eigentlich Irland und Schottland machen, aber das lassen wir dann doch lieber, weil auf der Insel scheint das noch nicht so ganz unter Kontrolle zu sein, das gute Thema da. Mhm. Also lassen wir da sicherlich dann die Inseln oder die britischen Inseln aus und werden dann irgendwo hinfahren. Auch wieder da jetzt, noch kein Plan. Wir werden wahrscheinlich eher einfach losfahren und schauen, wo wir hinkommen und wo wir landen werden. Ja, das ist momentan halt das Schicksal in Corona-Zeiten. Ja, bewegende Zeiten. Wenn ihr irgendwann dann wieder zurück seid, will ich auf jeden Fall irgendwann mal euch besuchen, dich besuchen, vor allem diese MS Gröndig, dieses Schiff mit den Vorträgen da vor Ort. Das finde ich super spannend. Stade liegt das nicht auch in der Nähe von Bremen? Naja, eher in der Nähe von Hamburg. Also ah ja, okay. Das ist so eine Glaubensfrage bei uns. Weißt du, wie Canon oder Nikon? Die Starter fühlen sich, Köln oder fühlen sich hingezogen. Ja, genau. Die Starter fühlen sich halt sehr hingezogen nach Hamburg. Also wir sind deutlich Hamburg-lastiger als Bremen-lastiger. Ja. Aber die Schwelle, wo man sich nach Bremen hingezogen, die ist gar nicht so weit weg. Das liegt wirklich 20 Kilometer ein bisschen weiter und dann sind die Leute schon mehr nach Bremen hingezogen. Ah, okay, ja. Das ist witzig. Aber Stade ist eine schöne Stadt und ihr seid immer herzlich gern willkommen bei uns zu schlafen, zu nächtigen, mit uns einmal den Grill anzuschmeißen und eure Vorträge möchte ich auch noch auf der Gröndig haben. Und ich glaube, das wird eine ganz coole Nummer, wenn wir das ein bisschen größer aufbauen. 2020 habe ich, wie gesagt, fast abgehakt. Der Hülsi wollte noch kommen und der Patchman. Aber wir müssen halt gucken, ob wir das dann hinkriegen und auch unter Auflagen so sicher gestalten können, dass das Publikum dann auch mit einem guten Gefühl, nicht nur aufgrund der Vorträge weggeht, sondern auch aufgrund der Sicherheit, die sich ja mit Corona etwas verändert hat, ja. Nee, weil ich nach Bremen frage, ich, weil da unsere Freunde von den Bears on Tour sind, die okay. In Bremen sind und da bin ich auch noch nie gewesen. Also von daher, vielleicht machen wir mal irgendwann eine Reise Richtung Norden. Hier gibt es schöne Strecken. Man mag es kaum glauben, selbst wir haben Kurven. Hey, das müssen wir uns mal ansehen. Okay, aber jetzt steht erstmal demnächst, wann geht's los? Nächste Woche oder wann? Mit deiner Corona-Ride-Reise. Dienstag nach Pfingsten. Warte mal, ich schau mal in den Kalender. Ich habe das Datum. Ich vergesse das Datum immer tatsächlich. Das ist der, Moment, 2. Juni. Ja. Okay. 2. Juni geht's los. Wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, vielleicht bist du da schon unterwegs. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt,
wie deine Reise verlaufen wird, was du da so vor Ort alles sehen wirst, welche Grenzen du überschreiten kannst. Da bin ich sehr gespannt und wünsche dir dafür erstmal eine gute Reise. Ihr könnt mir gerne folgen unter the_corona_ride auf Instagram. Ah, okay. Ja, das verlinke ich natürlich auf unserer Seite auch nochmal in den Shownotes. Ja. Perfekt, da würde ich mich freuen. Und ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr gesund durch die Saison kommt. Und stellt euch den Herausforderungen, die das Leben wartet. Und vor allen Dingen bleibt sauber und bleibt immer ihr selbst und macht das Beste aus der Zeit, die sich heute so bietet. Sowas kommt so schnell nicht wieder, hoffentlich. Danke, dir auch. Bleib gesund. Danke. Ja, ihr auch. Dankeschön. Tschüss, Claudio. Den Link zum Instagram-Account The Corona Ride von Dennis findet ihr in unseren Shownotes auf pegasoreise.de. Mittlerweile ist Dennis schon tatsächlich unterwegs, zusammen mit einem Freund in Schweden und hat jetzt schon das Problem, dass die weiteren Grenzen, die er überqueren wollte, zu sind. Das heißt, es ist tatsächlich eine Reise ins Ungewisse. Er weiß noch nicht, wie es weitergeht und von daher lohnt es sich, mal bei ihm reinzuschauen. Corona ist ja ein Thema international und eben halt auch in Kenia, wo wir vor 2 Jahren waren. Sonja und ich haben dort eine Motorradreise gemacht und wunderbare Menschen kennengelernt und die haben wir jetzt, das habt ihr vielleicht im letzten oder vorletzten Podcast schon gehört, unterstützen. Und zwar unser Freund Adam Massava lebt in der Nähe der Slums von Nairobi und unterstützt jetzt seit dem Lockdown vor Ort Familien, die tatsächlich vom direkten Hunger bedroht sind, mit Food Drives, sprich mit Lebensmittelpaketen. Und er konnte schon einige hundert Lebensmittelpakete allein aus Spenden, die Freunde von ihm unter anderem auch wir und Leute, die wir aufgerufen haben zu spenden, versorgen konnte. Und es ist eine ganze Menge dabei rumgekommen und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei denen bedanken, die an unserer Spendenaktion teilgenommen haben. Und zwar sind das, jetzt kommen eine ganze Reihe Namen, der Michael, Helga und Stefan, Thomas, Jürgen S., Andrasch, Dennis, Raul und Verena, Jürgen M., Ute, Christian, Gerd, Laila, Alexander, Heike, Erwin, Sabine, Laura, Carola, Michaela, Bettina, der Küstenbiker, Ela, Anke, Bruno und wir haben natürlich auch was dazu getan. In der ersten Runde sind 550 Euro dabei zusammengekommen, in der 2 Wochen später dann 698, das heißt unterm Strich haben wir über 1200 Euro an den Adam überwiesen und auf unserer Seite Pegasoreise findet ihr auch ein paar Fotos, wo ihr seht, wie er mit Freunden zusammen, also mehrere hunderte Lebensmittelpakete geschnürt hat, um die an Familien im Slum von Nairobi zu verteilen. Also eine wirklich sehr, sehr coole Aktion. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch, die ihr euch daran beteiligt habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch weiter beteiligen. Die Aktion läuft noch weiter. Auf pegasoreise.de findet ihr auch unsere Kontonummer, wenn ihr noch was überweisen wollt. Podcast ist ja jetzt auch durch diese ganze Corona-Geschichte bekannter geworden. Mittlerweile ist es tatsächlich im Mainstream angekommen. Ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr erklären, was ein Podcast ist, was ja Anfang, als wir mit Pegasoreise angefangen haben, immer eine Schwierigkeit war zu erklären, ja, das ist was Ähnliches wie Radio, aber nicht ganz. Deswegen muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären, dass es uns halt auf jeder Podcast-App gibt, wo ihr uns überall abonnieren könnt oder eben halt auf Spotify. Das heißt, wenn ihr Spotify sowieso auf eurem Handy habt, könnt ihr darüber auch unseren Podcast Pegasoreise abonnieren. Wer das nicht möchte, kann uns abonnieren als Newsletter und das gibt es seit einiger Zeit eben halt auf unserer Homepage, dass ihr euch dort eintragen könnt und dann regelmäßig immer von uns ein Newsletter bekommt als E-Mail, wo dann drin steht, wenn ein neuer Podcast draußen ist und das nutzen eine ganze Reihe Leute, allerdings habe ich festgestellt, dass über die Hälfte der Leute, die sich über diesen Newsletter anmelden, nicht mehr reagieren auf die Anmeldebestätigung. Das läuft natürlich aus Datenschutzgründen so, dass wer bei uns eine E-Mail hinterlässt, kriegt eine Bestätigungs-E-Mail automatisch zugeschickt und erst wenn man die bestätigt, also anklickt, dann erst funktioniert das mit dem Newsletter, weil sonst könnte man ja alle möglichen E-Mail-Adressen da anschicken. Damit wollen wir feststellen, dass es tatsächlich auch eure Adresse ist und tatsächlich die Hälfte der Leute klickt nicht auf diesen Bestätigungs-E-Mail.
auf diese Bestätigungsmail. Vielleicht landet es bei euch im Spam-Ordner. Deswegen würde ich euch bitten, schaut mal in euren Spam-Ordner nach, ob da diese Bestätigungsmail ist. Klickt da drauf, weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Und dann bekommt ihr unseren Newsletter nicht. Und das wäre ja sehr schade. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass es demnächst wieder einen Podcast gibt. Und da unterhalte ich mich mit niemand Geringeren als Erik Peters über seine Reise Himalaya Calling. Das heißt, es lohnt sich dran zu bleiben. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und hoffe, dass ihr gesund bleibt. Macht's gut und gute Reise. Pegasusreise.de